Es ist Sommer, die Sonne scheint und ihr habt vielleicht langsam Lust auf den nächsten Urlaub. Doch euer Arbeitgeber macht da nicht so ganz mit. Oder ihr seid am Urlaubsort angekommen und das Zimmer entspricht nicht euren Wünschen. Welche Rechte ihr dann habt, klären wir in diesem Jura Basics Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und in diesem montäglichen Jura Basics Video dreht sich wieder einmal alles rund um Recht, das jeder wissen sollte. Und da passt doch kein Thema besser als das Thema Urlaub, jetzt mitten in der Urlaubszeit. Wir wollen mal schauen, welche Ansprüche ihr im Urlaub so habt, falls irgendwas nicht so glatt läuft, wie ihr euch das vorstellt. Legen wir direkt los. Wie sieht's aus, wenn ihr plötzlich beim Hotel ankommt und das ist überbucht und ihr bekommt ein anderes Hotel angeboten? Sofern ihr ein gleichwertiges Ersatzhotel bekommen habt, habt ihr, so haben es die Gerichte der Vergangenheit festgestellt, rund 15% Anspruch auf den Reisepreis zurück. Wenn das Hotel, was ihr angeboten bekommt, natürlich deutlich schlechter ist, gibt es auch mehr Geld zurück. Wenn zu viel Lärm vor eurer Tür herrscht, dann habt ihr natürlich einen Anspruch darauf, dass ihr in ein anderes Hotelzimmer umzieht. Ist das nicht möglich, habt ihr nachher auch einen Rabatt auf den gezahlten Preis als Anspruch. Das können bis zu 50% sein, je nachdem, ob da ein Presslufthammer möglicherweise vor der Tür war oder manche Gerichte haben sogar 100% des Urlaubspreises zurückerstattet, zugesprochen, wenn die gesamte Erholung hin war. Anders sieht es allerdings aus, wenn das Hotel damit geworben hat, dass Animationen und Diskotheken vorhanden sind, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass es auch mal was lauter werden kann. Ein häufiger Streitpunkt ist das Essen, wenn das Essen enttäuscht. Ja, da ist die Fragestellung, womit hat man geworben? Man hat natürlich keinen Anspruch auf eine gewisse Anzahl an Wurstsorten. Da seht ihr mal, worüber alles so gestritten wird vor den Gerichten. Man hat aber möglicherweise einen Anspruch von 5%, wenn mit einem besonders reichhaltigen Essen geworben wurde und dann doch nur leichte Kost serviert worden ist. Das muss man wirklich im Einzelfall sehen. Soll das Essen kalt gewesen sein, dann müsstet ihr euch echt dann Zeugen suchen, die das nachher auch beweisen können. Das ist gar nicht so einfach, ums Essen im Urlaub zu streiten. Ist das Hotelzimmer dreckig, habt ihr erstmal einen Anspruch, dass es gesäubert wird. Logisch, tun die das nicht, haben die Gerichte so 20% Minderung ausgesprochen. Wichtig vielleicht noch zu wissen, ihr dürft natürlich nichts mitnehmen aus dem Hotel, keine Handtücher, keine Bademäntel, auch wenn der ein oder andere es glaubt. Das wäre ein Diebstahl. Vielleicht könnt ihr die kleinen Mini-Shampoos mitnehmen, die es da schon mal gibt. Das dulden die Hoteliers, aber ansonsten bitte alles da stehen lassen. Häufige Frage war noch, kann ich den kleinen Mini-Bar Kühlschrank nutzen und meine eigenen Sachen reinstellen? Meine Rechtsauffassung dazu ist ja, ihr habt diesen Minibar-Kühlschrank mitgemietet und könnt ihn entsprechend auch nutzen. Die Poolliege könnt ihr übrigens nicht mit einem Handtuch reservieren. Habt jedenfalls keinen Rechtsanspruch darauf, wenn jemand kommt, das Handtuch wegnimmt, darf der sich da auch hinlegen. Und generell gilt natürlich Mängel am besten sofort immer beim Reiseleiter anzeigen. Was immer wieder ein Thema ist, sind Plagiate aus dem Urlaub. Wen das genauer interessiert, der soll sich hier unser Video anschauen. Von hier aus nur der Tipp, ihr dürft Plagiate mitnehmen bis zu einem Wert von 430 Euro. Es geht hier um den Kaufpreis im Land pro Person. Sofern ihr mit einem Flugzeug gekommen seid, darüber hinaus müsstet ihr dann eventuell Zoll zahlen. Kurz noch ein paar Fragen zum Thema Urlaub und Arbeitsverhältnis. Die haben wir hier auch schon mal ausführlicher behandelt, aber es passt gerade zu dieser Basics-Reihe ganz gut, sodass ich nur mal ein paar Sachen abhaken will. Wie viel Urlaubsanspruch habt ihr normalerweise? Steht entweder in eurem Vertrag oder ansonsten bei einer 5-Tage-Woche 20 Tage, bei einer 6-Tage-Woche 24 Tage im Jahr. Das ist jedenfalls gesetzlich so vorgesehen. Meist hat man mehr. Ihr müsst den Urlaub im Voraus optimalerweise beantragen. Macht ihr das zu kurzfristig? Und wird der Betrieb lahmgelegt, weil alle Urlaub haben wollen, kann der Chef entscheiden. Das wäre für euch auch dann schlecht, dann bekommt ihr keinen
Urlaub. Den Jahresurlaub dürft ihr auch nicht am Stück nehmen. Ihr habt nur einen Anspruch von 2 Wochen Urlaub am Stück. Also die 4-wöchige Rucksacktour sollte unbedingt mit dem Chef entsprechend abgestimmt sein. Ihr müsst im Urlaub nicht erreichbar sein, keine E-Mails checken, selbst wenn das in gehobenen Führungspositionen Usus ist. Aber einen Anspruch gibt es nicht. Der Urlaub dient der Erholung. Und nur im Extremfall darf der Chef euch den Urlaub, der schon mal bewilligt worden ist, auch wieder streichen. Da muss schon eine halbe Katastrophe im Betrieb passieren. Ich hoffe, ihr seid damit gerüstet für euren nächsten Urlaub. Ich hoffe, ihr seid schon urlaubsreif. Ich bin es und freue mich, dass ich auch bald in Urlaub fahre. Denn die Zeit seit von Ostern bis jetzt auch war doch wieder relativ lang, sodass man jetzt ganz gut den Sommerurlaub auch wieder genießen kann. Ich wünsche euch einen guten Urlaub. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, postet die gerne in die Kommentare. Ansonsten tschüss und bis morgen.